ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's um, ich habe Soraya ein Jahr und zwar habe ich sie genau heute vor einem Jahr abgeholt und ich habe euch auf Instagram gebeten, Fragen zu stellen und die werden wir jetzt direkt beantworten und ich will nicht lange drum rumreden, weil ich habe ganz schön viele Fragen gestellt und ich versuche die auch jetzt alle kurz und knapp zu beantworten, damit auch alle drankommen und ich würde sagen, es geht los. Der schönste Moment zu zweit. Ich glaube, das war wirklich der Tag, an dem ich sie abgeholt habe. Also das war wirklich so der Moment der Momente für mich. Ich war so überwältigt. Ich konnte nicht mal heulen vor Freude, weil ich so positiv schockiert war. Und ich bin so unfassbar dankbar und glücklich, sie zu haben. PS, kannst du mich grüßen? Ich heiße Madeleine. Madeleine, ich grüße dich. Was würdest du im Nachhinein anders mit Soraya machen? Ich würde sie auf jeden Fall direkt in den Stall stellen, wo wir jetzt stehen. Hatte ich auch vorher, ging nur leider nicht, da wir da eine relativ lange Warteschlange haben und ich deswegen noch ein halbes Jahr im anderen Stall stand. Das hätte ich mir aber sparen können. Wie hat sich eure Beziehung verändert? Auf jeden Fall ins Positive. Am Anfang kannten wir uns ja quasi gar nicht, also sie war quasi da und ich habe sie auch schon von Anfang an über alles geliebt, aber ich kannte noch nicht so ihren Charakter und ihre Eigenschaften und ihre Geflogenheiten und Dinge, wo sie Unsinn baut. Aber wir haben so gut zueinander gefunden. Wir sind wirklich wie Schwestern geworden oder wie beste Freundinnen. Wir streiten uns auch manchmal und zicken uns ein bisschen an, aber danach ist immer alles gut. Und ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass wir überhaupt so krass zueinander finden, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Und es hat schon eine Weile gedauert, da Soraya nicht so ein Pferd ist, das direkt jemandem vertraut. Aber jetzt ist alles top. Und es wird natürlich noch besser, also es ist über die Jahre. Ich finde, das kann nie zu Ende sein und es entwickelt sich natürlich alles immer. Ist alles so gekommen, wie du es dir mit deinem ersten eigenen Pferd vorgestellt hast? Nee, weil ich habe mir das alles ein bisschen unkomplizierter vorgestellt. Und das war schon alles ein bisschen kompliziert, auch nochmal der Stallwechsel. Und ich kümmere mich ja komplett alleine um Soraya. Also ich hatte jetzt keine Unterstützung von außerhalb, was die Organisation und alles betrifft. Und da muss ich schon an einige Sachen denken, gerade beim Kauf und beim Transport. Und ja, aber so an sich habe ich mir das eigentlich alles schon so vorgestellt. Ich wollte ja einen Pony, mit dem ich springen und Dressur reiten kann. Wir sind jetzt bei beidem nicht besonders toll und besonders gut, aber da tasten wir uns langsam ran. Woher wusstest du so, dass Soraya das richtige Pony ist? Ich wusste das irgendwie direkt. Ich habe die Kaufanzeige gesehen und habe dann 3 Tage nur von ihr geträumt und sie ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Dann bin ich sie Probe geritten und die Vorbesitzerin hat mich auch gefragt, ob ich noch andere Pferde Probe reiten möchte und mich dann entscheide, weil es waren auch, glaube ich, noch 3 oder 4 andere Interessenten für Soraya auch schon da gewesen. Aber ich habe mich sofort in sie verliebt und sie war Liebe auf den ersten Blick. Was war das Schönste, was ihr je zusammen erlebt habt? Ich fand letztes Jahr, wo wir in der Sieg waren, fand ich richtig, richtig schön. Und unser erstes gemeinsames Turnier, wo wir den 2. Platz gemacht haben, war auch ein richtig schönes Erlebnis. Und jetzt, ich genieße einfach jeden Tag mit ihr die Zeit in meinem Traumstall, wo ich früher immer unbedingt ein eigenes Pferd wollte. Und ich hoffe ja, dass wir irgendwann mal an den Strand können. Gibt es irgendwas, was du bereut hast? Zum Beispiel einen Fehlkauf, falscher Trainer oder sowas? Ja, wie gesagt, ich bereue das so ein bisschen, sie in diesen anderen Stall gestellt zu haben, weil dadurch hat sie so ein bisschen an Form verloren und das halbe Jahr hätte man auch anders nutzen können und den alten Sattel gekauft zu haben, weil er hat einfach überhaupt nicht gepasst und ich bin damit noch 1,5 Monate geritten nach dem Kauf und das war nicht gut und ich bin froh, dass ich nur so kurz damit noch geritten bin, weil der war echt richtig, richtig kacke. Würdest du Soraya wieder nehmen? ja. Beziehungsweise ich weiß es nicht. Also ich liebe Soraya über alles. Aber sie hat schon relativ viele kleine Macken. Und wenn ich halt nur so sie sehen würde und nicht direkt ihren Charakter, sondern einfach nur das, was sie kann und diese Macken hören würde, dann weiß ich es nicht. Aber so wie ich sie jetzt kenne, auf jeden Fall direkt.
Dinge, die du beim Kauf nicht wusstest, zum Beispiel Eigenarten. Eine ganze Menge. Soraya hat ziemlich viele komische Eigenarten. Zum Beispiel, dass sie es überhaupt nicht mag, wenn man ihren Popo anfasst. Oder dass sie im Gelände immer die schnellste sein muss, obwohl sie gar nicht die schnellste ist. Sie muss immer alle Pferde überholen und sie ist so verfressen. Also wirklich, für Fressen würde sie, glaube ich, töten. Und fällt mir noch irgendwas ein? Ja, sie ist halt nicht einfach. Aber, also die haben mir gesagt, es ist kein Anfängerpferd. Ich war ja auch kein Anfänger zu dem Zeitpunkt und habe auch nicht am komplett einfachen Pferd gesucht, aber dass sie so ist, darauf habe ich jetzt nicht gewusst. Kannst du mal ein Schabracken-Update-Video machen? Ja, kann ich. Auf was bist du am meisten stolz? Ich glaube auf unsere gemeinsame Entwicklung, weil anfangs, wo wir in den neuen Stall gekommen sind, war das so eine Katastrophe mit dem Reiten. Sie hat nicht mal richtig angaloppieren können. Sie war so überfordert mit dieser heilen Situation und jetzt haben wir uns so gut an alles gewöhnt und es läuft einfach jeden Tag ein bisschen besser und auch, dass sie jetzt so konstanter in Anlehnung bleibt, weil dadurch haben ihr Muskeln am Anfang an gefehlt und sie ist einfach zu 100% ein Verlasspferd geworden und das ist, glaube ich, das, worauf ich am meisten stolz bin. Ist sie leicht zu reiten? PS, ihr seid ein Dreamteam. Danke und nein. Also, ich hatte ja letzte Woche diese Knieprobleme, also die habe ich immer noch, aber ich hatte dann 3 Freundinnen von mir drauf und alle haben nach ungefähr 3 Minuten gesagt, wie anstrengend ist bitte dein Pferd, weil Soraya ist nicht so ein Pferd, was anfangs alles anbietet, also du musst wirklich jeden Schritt selber erkämpfen. Die ist nicht unbedingt immer triebig, sondern es gibt auch Phasen, wo die recht schnell ist, aber sie ist vorne echt sehr, sehr gegen den Zügel und super schlecht am Bein. Das heißt, du kannst gar nicht richtig in den Zügel reiten, sondern da ist immer, es dauert immer so ein bisschen, bis man sich so eingegroovt hat. Und ich habe auch ein paar Freundinnen, die kriegen die nicht mal richtig durchs Genick, weil die einfach so blöd vorne im Maul ist. Ja, aber sie ist super brav. Sie buckelt nicht mehr und es wird immer besser. Und ich kenne ja jetzt ihre Macken und komme damit auch jeden Tag besser klar. Bist du mit der Entwicklung zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Bei uns ist jetzt momentan nur ein bisschen im Springen so ein kleiner Stopp wieder, weil es so heiß war und ich nicht mit einem 17-jährigen Pferd bei 35 Grad springen muss. Deswegen setzen wir das schon seit 2 Wochen aus. Aber das wird bestimmt auch wieder besser. Kannst du realisieren, dass Suli schon 1 Jahr bei dir ist? Nein. Dieses Jahr fühlt sich so an wie 1 Monat. In diesem Jahr ist so viel passiert. Ich hatte keine Luft mal durchzuatmen. Keine Luft. Keine Zeit mal durchzuatmen. Und Leute, es ist so viel auch privat passiert. Ich bin einfach nur so glücklich, Soraya zu haben. Und ich danke wirklich jedem Menschen, der auch da ein Stückchen beigetragen hat, dass Soraya jetzt bei mir ist. Was hat sie alles kaputt gemacht? Da haben wir eine ganz lange Liste. Die geht von Glocken zur Abschutzdeckel zu 3-mal mit neuen Sattel gewälzt und gestern hat sie meinen Kalender zerrissen, weil sie irgendwas im Schrank gesucht hat. Ja. Welche Ziele hast du schon erreicht und welche wollt ihr noch erreichen? Also die ich erreichen möchte, ich möchte unbedingt mal am Strand reiten und ich würde gerne irgendwann mal ein A springen gehen und eine A-Dressur. Ich glaube, die A-Dressur wird vor dem A-Springen passieren, aber auf jeden Fall ein E-Springen. Und wir wollen uns da noch ein bisschen mehr weiterentwickeln. Und was wir schon erreicht haben, unser erstes Turnier. Wir haben super zueinander gefunden. Und ja, was wir noch als Ziel haben, ist der fliegende Wechsel, aber den rafft sie nicht. Und aber es ist ja auch nicht so schlimm. Weil vor M in der Rüstung braucht man sowieso keinen Wechsel und bis da kommen wir eh nicht. Kannst du mal alle Spitznamen von Soraya aufzählen? Ja. Goldie, wegen Golden Soraya. Soli ist ihr meistgenutzter Spitzname, also mein meistgenutzter. Solilein,
Sorali oder Solimoli, Mrs. Soraya. In meinen Stall haben die sie Soraychen genannt. Sori. Und. Ach, manchmal sage ich noch Schlumpf zu ihr und kleiner Wurm. Was war der schönste Moment mit Soraya? Ja, das hatten wir, glaube ich, schon. Ich suchte deine Videos. Vielen Dank. Wie alt ist Soraya? Soraya ist jetzt 17 und wird am 19.03.21 18. Gab es Momente, in denen du verzweifelt warst oder nicht weiter wusstest? Ja, also da gab es erstaunlich viele sogar. Also echt mehr, als ich mir erhofft hatte und gewünscht. Auch gerade als wir den Stall gewechselt haben, als wir da angekommen sind, hat wirklich gar nichts mehr geklappt. Also ich hatte auch teilweise so Phasen, wo ich wirklich Schiss hatte, Soraya zu reiten, weil sie so unberechenbar wurde mit dem Buckeln und sie hat halt wirklich jedes Mal versucht, mich runterzuschmeißen. Und da haben wir dieses stressfrei gefüttert und seitdem macht sie das auch überhaupt nicht mehr. Also von 100 auf 0 in 2, 3 Wochen und das ist mega. Und auch anfangs, ich habe einfach nur geheult, weil ich Leute gesehen habe, die perfekt geritten sind und mit Soraya lief es halt einfach gar nicht. Aber Leute, achtet immer, immer nur auf euch und seid fokussiert, setzt euch eure eigenen Ziele in eurem eigenen Tempo. Das ist jetzt so ein Streifen. Und guckt da nicht auf andere, vor allem vergleicht euch nicht. Ich weiß, das ist gerade im Reitsport richtig, richtig schwer, aber ihr schafft alles. Wie war das Gefühl zu wissen, dass sie endlich dir gehört? Ich habe es gar nicht gerafft. Ich habe es gar nicht gerafft. Ich war ja am 26.06.2019 mit Robin da, wo ich sie geholt habe. Und da habe ich an dem Tag auch schon den Kaufvertrag unterschrieben. Und wir sind zurückgefahren und ich habe nur von Soraya gefaselt. Und es war so warm an dem Tag. Ich glaube, der arme Junge, der dachte sich am Ende des Tages auch nur so, froh, dass sie nun mal hier durch ist. Und ich war so verknallt in dieses Pony, nicht bis heute. Ich liebe mein Pferd, ich würde für nichts auf der Welt mein Pony hergeben. Und es ist einfach so unbeschreiblich, jetzt endlich nach 18 Jahren, wo ich mir ein Pony gewünscht habe, sagen können, es ist meins. Und ja, schauen wir mal weiter. Kamen die alten Besitzer von Soraya und haben sie mal besucht? Ja, sie waren einmal da im alten Stall und seitdem haben wir so einen sporadischen Kontakt, ein bisschen über WhatsApp, aber sie waren bis jetzt nicht mehr da. Also ich habe sie das letzte Mal so vor einem guten halben Jahr gesehen. Wie geht es dir emotional, wenn du daran denkst, dass du sie schon ein Jahr hast? Es ist ein gemischtes Gefühl, weil ich weiß, wie schnell die Zeit vergeht. Und sie ist ja schon 17 und ich weiß, in einem Jahr wird sie schon, ist schon 18 und dann 20. Aber ich glaube, Soraya wird richtig alt. Aber die Zeit vergeht super schnell und dieses Jahr war auf jeden Fall nicht einfach für mich und ich bin dankbar für jeden Tag, wo sie da ist und gesund und ja. Inwiefern hat sich dein Leben verändert, seitdem du Soraya hast, bezüglich Freunde und Familie? Bezüglich Freunde? Eigentlich gar nicht, weil ich ja vorher auch immer eine Reitbeteiligung hatte und sowieso öfter am Reiten und 95% meiner Freunde reiten im selben Stall wie ich, deswegen ist das gar kein Problem. Und bezüglich Familie, ja, also es ist halt so ein Zwiespalt, die einen halten nichts davon und die anderen sagen so, ja, lass das Kind machen, weil es ist ja alles auf meinen Mist gewachsen, auf meine Kappe, meine Kosten und ja, es ist schon so bei Familienfesten so Thema und aber an sich hält sich da eigentlich jeder raus und es ist eigentlich alles ganz gut. Die größte Entwicklung von Soraya in dem einen Jahr. Ich glaube, dass die größte Entwicklung ist beim Springen, weil anfangs sind wir über Trabstangen und Cavalettis gesprungen und jetzt springen wir auf jeden Fall auf dem E-Niveau mit manchmal, wenn wir Glück haben, im Training ist ein A-Sprung dabei. Also einzelne A-Sprünge ist sie schon gesprungen. Und vor allem ihr Körper. Sie hat so aufgemuskelt und es ist sehr, sehr schön. Deine größten Fortschritte innerhalb eines Jahres. Ich glaube, das
bezieht sich so ein bisschen auf die letzte Frage. Dein schlimmster Moment mit ihr? Ich glaube, das war, als ich im Gelände runtergeflogen bin und keine Luft mehr bekommen habe und nur noch gesehen habe, wie Soraya weggaloppiert ist. Und ich dachte mir nur so, wenn dieses Pferd, wenn der jetzt was passiert, war alles für ein Piep. Aber dann hast du sie einfach umgedreht und zurückgaloppiert gekommen und stand daneben mir und konnte ich mich an ihr hochziehen. Das war einfach so süß. Aber auch ganz am Anfang, sie verliert ja Milch und haben einen Trächtigkeitstest gemacht. Und ich dachte mir nur so, was ist, wenn die jetzt einen Fohlen in sich trägt? Weil das wäre finanziell für mich halt nicht so tragbar gewesen in dem Moment. Ja, ansonsten so richtig schlimme Momente hatten wir eigentlich noch gar nicht. Obwohl die schlimmste Zeit, finde ich, so die Zeit war, wo ich wirklich Schiss hatte, auf ihr zu sitzen. Wie verlief das Probereiten? Also war es Liebe auf den ersten Blick? Ja, war es auf jeden Fall. Ich habe aber auch so eine Serie dazu gedreht, wie Soraya zu mir kam. Die kann ich euch ja hier am Ende mal ein Video davon verlinken und dann kommt ihr da auf die Playlist. Worin hat sie sich am besten entwickelt? Ja, wie schon gesagt, im Springen. Und das waren alle Fragen von euch. Ich rede ja hier schon seit 16 Minuten. Ich bin super happy, Soraya zu haben. Und nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die seit einem Jahr dabei sind. Ich mache ja noch nicht ein Jahr YouTube, aber schon relativ lange. Und wir steuern auf die 3000 zu. Und ich bin so happy, dass ihr alle da seid. Und ich habe echt ganz, ganz wenige Leute, die dagegen sind und schlechtes Feedback haben. Die kann man wirklich an einer Hand abzählen und ich bin super dankbar für so eine tolle Community. Ich danke euch. Ich versuche mal noch so ein Video zusammenzuschneiden über das letzte ganze Jahr und lade euch das demnächst hoch und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag, eine super schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Video. Folgt uns auf Instagram @ninashorsepage. Da könnt ihr momentan übrigens eine Panikschlaufe gewinnen. Noch bis morgen, also guckt noch schnell vorbei und wir sehen uns. Tschüss!